Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bard's Tale 4 Director's Cut. Ich habe das Spiel gerade komplett neu geladen und habe mir überlegt, wir hatten hier ja noch eine Sache über, und zwar dieser einen Raum, wo wir was opfern sollten. Aber irgendwie ist der Teleporter hier gerade verschwunden und ich habe auch irgendwie nicht so die Lust, jetzt durch Mangas Turm zu gehen. Vielleicht könnte ich hier tatsächlich noch eine Abkürzung nehmen. Aber irgendwie habe ich auch die Lust, jetzt was anderes zu machen. Ich habe auch so das Gefühl, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das gefährlich werden könnte, wenn ich dort tatsächlich einen Charakter opfer oder irgend so etwas. Muss ich mir nochmal überlegen, wann ich das mache. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann machen, aber ich habe jetzt tatsächlich auch Lust, einfach mal was anderes zu tun. Also in Form von ein komplett neues Gebiet mir anzugucken. Von daher, dieses kleine Opfer werden wir dann ein anderes Mal machen. Mangas Tor. Ja. Mangas Schatten ist weg. Manga ist weg. Bin gespannt ein kleines bisschen, ob ich von Manga überhaupt dann noch irgendwann mal was höre. Kann ja sein. Wer weiß das schon. Im Grunde genommen müsste er jetzt endgültig vernichtet sein. Ich hatte ja sein Reliquiar und so weiter und so fort. Was kommt jetzt? Also, ich muss zum Hafen. Im Wald von Inchriach habe ich auch noch diesen in Chambradu. Da muss ich ja auch noch so ein Rätsel lösen. Und dann gibt es da ja auch noch diesen Dungeon. So viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Ich habe allerdings ein kleines Problem, dass ich vorher so. Uiuiui, dir geht's nicht gut. Zudem habe ich bisher auch noch nicht mal einen Hinweis. Na gut. Wo ist der nächste Aufgang? Hier habe ich einen. Hier habe ich einen. Hier glaube ich auch. Den bietet er mir sogar an. Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass ich ein kleines Problem habe. Mein Inventar wird voll. Und das bedeutet, ich muss unbedingt jetzt irgendwelche Läden finden, die Geld haben. Geld. Läden, die Geld haben, damit ich dort Sachen verkaufen kann. Alternativ könnte ich bestimmt auch irgendwelche leeren Truhen nehmen und dort die Sachen einfach mal ablegen. Ich glaube, das würde auch gehen. Zum Beispiel hier. Gut wäre es natürlich, wenn ich vielleicht eine Truhe nehme, die, wo ich immer wieder hinkomme. Stay in the camp, torn apart, Zum right in front Beispiel. of me. I didn't know whether to shit or scream. I think I did both. I think I did both. Ich wusste nämlich nicht, ob ich mir in die Hosen scheißen sollte oder schreien sollte. Ich glaube, ich habe beides getan. Ja. Ist das hier ein sicherer Ort, um etwas zu verstecken? Ich probier mal aus. Werde ich zum Beispiel dieses Horn jemals benutzen? Ich glaube, das Turmschild wollte ich verkaufen, das wollte ich nicht verkaufen. Irgendwas, was ich definitiv nicht brauche. Moment. Ich habe ja Sachen noch bekommen, richtig?
Bastardschwert, okay. Das ist weder viel wert, noch würde ich es benutzen. Also, so, das kommt jetzt hier rein. So, mein Freund. Du kannst das Ding ja tragen. Ist aber schlechter als das, was du hast. Das bedeutet, das Ding kann ich auch verkaufen, ne? So viel, was einfach nur weg muss. Gut, ich gehe aber davon aus, dass ich im neuen Gebiet, also bei den Einar-Inseln, zu denen geht's ja jetzt, dass ich dort ganz tolle Sachen finden werde, plus ein paar Läden finden werde, wo ich ein paar Sachen verkaufen kann. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. So. Soll ich hier vielleicht noch irgendwas verkaufen? Ich bin ja jetzt schon da, ne? So, hast du noch Geld? Oh, eine gute Frage. Hast du noch Geld? Here's what I have. Ah, ein bisschen hat sie noch. Guck mal. Du kriegst den. Was kannst du mir noch abkaufen? Das Ding hier vielleicht? Das passt auch noch. Nein. Obwohl, nein. 70. Ja. Okay. Das Ding ist zu teuer. So passt das. Noch irgendwas? Ah, das ist schon... Kann ich dir irgendwas abkaufen vielleicht? Hm, nicht so wirklich, ne? Rasierriemen. Nein. Ich glaube, ich habe selber einen. Stärke 5. Stärke 5, ja. Oh, 97, auch zu teuer. Na gut. Leb wohl. Keep low, friends. Ich hoffe, du kannst ein paar von den Sachen verkaufen. Mir gutes Geld. Charity, friends, I beg you. Oh, Charity, ich würde dir gern was geben. Ich habe die Option nicht. Ich habe die Option nicht. Ich würde dir was geben. So, I heard the... Schon. Right. Right. So, Crux. Haben wir hier irgendwas für dich, was cool wäre? Er ist ja... Sektiererroben, genau. Die darf er jetzt mittlerweile benutzen. Okay, bringt ihm Konstitution, bringt ihm einen Zauberpunkt, bringt ihm Intelligenz, bringt ihm Stärke. Das wäre was. Das ist auch eine Sektiererrobe, die zumindest besser ist als die, die er jetzt hat. Bringt ebenfalls Konstitution. Aber die Stiefel wird er auf keinen Fall verändern. Hexerrobe. Nein, das macht er auch nicht. Also, ist es das wert? Ist es das Geld wert? Hier bekommt er 2 Konstitutionen, hier bekommt er 3 Konstitutionen. Beides zusammen ist aber mächtig teuer. Ey?
Vielleicht haben wir ja Glück. Jetzt hat die aber auch Knete hier, ne? Right. Tja, hab ihr nichts geklaut. Na gut. War ich halt eine ehrliche Haut. Ehrlich wert am längsten. Sowieso. Sowieso das Leitmotiv. Leit mit D. Wohlgemerkt, Leit mit D. So, bestätigen. Jawohl. Come again. Come again. Yes? So, hier. Zack. Das Ding kann man dann auch gleich verkaufen. Zack. Ja, jetzt ist er schon. Jetzt ist er ein ganz toller. So. Right. So. Gib mir mein Geld zurück und nimm diese Lumpen hier. Leb wohl. Come again. Come again, ja. Vielleicht. Mal gucken. Hot Soup! Hot Soup. Und ich wette, jetzt komme ich im neuen Gebiet an. Und das sind ganz tolle Läden. Und ich habe das Ganze hier total umsonst gekauft. Weil es jetzt viel bessere Sachen geben wird. So, hier kommt man nicht durch. Just wait here forever. Ja, dann geh doch weg. Dann geh doch einfach weg. So. Da soll ich hin. Da hinten komme ich immer noch nicht hin, ne? Da ganz hinten. Ja. Ist halt so. I say we just slip off at midnight. How can they stop us? So. Hattie. Ah, a friend of the Duke's, are ye? Step by here, then. The boat's at the back. Just down the ladder. Just down the ladder. Don't slip on the fish guts. Ja, ja, ich werde schon nicht ausrutschen. Die Insel Strandsee. Bin ich schon ein bisschen gespannt. Ein bisschen gespannt. Okay, das da sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, muss ich gestehen. Wie geil. Also die Leute, die das designt haben. Also Chapeau. Großartig. Großartig. Bin geflasht. Noch mehr geflasht wäre ich, wenn ich hier jetzt irgendeine Kiste oder irgendwas finden würde. Oder ich aber nur... Oh. Oh, oh. Okay, hier habe ich auf jeden Fall diese Wegsteine. Das ist cool. Da muss ich nicht das Schiff nehmen. Und da sind fiese Skelette. Und hier ist wohl... der Rest von einem Wal. So, okay. Erster Eindruck ist cool. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass das hier so mega blau schimmert. What happened to the fresh sea air?
There's something not right about that fog. Sad fools. They rob the world of beauty, hunting for the world's least valuable thing. Power. Ja, jetzt sagen die, irgendwas ist hier passiert und der Nebel ist so unnatürlich. Das ist ja genau das, von dem ich gesprochen habe. Ah, die Toten. The Dead. No, no. You're not dead. Nee. Wir sind noch gar nicht angekommen. Have you seen a girl? A young woman. She's my daughter. And I don't know where she's gone. I went out to the neighbors to beg some food and when I got back, the door was open and oh, oh. Neue Aufgabe, Clara finden. Clara. Her name is Clara. Please. She's just a girl. Ja, habe ich verstanden, sie ist nur ein Mädchen. Was meint ihr damit die Toten? The fog came last week and the dead with it. We've been hiding in our home since. But sometimes they get in. So many dead. Ist das vielleicht Lagoff Zanta, der hier letzte Woche angekommen ist? Hoffentlich findet ihr eure Tochter. Please. I can't talk. I must. The poor lady. Probably a lot more like her around here. If we help everyone we meet here, we'll never get this over with. Why does the Jarl frequent a tavern at a time like this? Oh, where have you gone, my little one? Where have you gone, my little lost lamb? Ich will mal kurz gucken. Ey? Was mit diesen Toten da ist. You can't see me. What pagan relic is this? Okay. Einar never built this. Ah, da ist noch einer. Also vier Skelette. Werden wir uns definitiv drum kümmern, wahrscheinlich in der nächsten Folge. Da werden wir diese vier Skelette erledigen. Aha. Oben Klippen, unten Sand. Wellen brechen, Wind gerannt. Keine Ahnung, habe ich sowas? Ich glaube nicht. Oben Klippen. Nee, habe ich nicht. Und wenn doch, also, ich werde einfach nochmal gucken, ob da irgendwie... Du suchst immer noch Clara, okay. Ich weiß. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ein bisschen Holz, yay. Da ist ein Leuchtturm. Ich soll ja einen Leuchtturm suchen. Vielleicht ist das das. So, wer bist du? No, dear. We can't wait for Daddy. We have to get on the boat. We have to get on the boat now. Okay. Zu spät, würde ich mal glatt sagen. Die wollten fliehen. Come on, Sienna. Only a few more steps. Hold the boat! Hold the boat, curse you! Two more! Okay. Die wurden einfach nicht mitgenommen, ne?
Na schön, also irgendwas Schlimmes ist hier passiert. Ich habe schon eine Vorstellung davon, aber mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Oh, das Ding habe ich vergessen. Und ich komme nicht vorbei. Oh. Das sind ja Erfahrungspunkte. Verdammte Axt. Hier hat schon lange keiner mehr das Eis entfernt. Nur so zur Sicherheit. Okay, ein dicker, fetter Kryptaschlüssel. Bisschen Gold. So, und jetzt hatte ich hier eigentlich ein Rätsel, aber ich weiß gar nicht, ist das jetzt der richtige Leuchtturm oder nicht? Ah. Nein, 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 halt. Nein. Hier. Welches Teil war das? Mangas Reliquia? Nochmal kurz gucken. Na, komm schon. Blick von der Spitze des Leuchtturms von Wire zum Himmel. Auf das er euch inspiriere, zum Himmel. Also ich bin auf der Spitze des Leuchtturms. Wobei auf der Spitze wäre ja auf dem Dach, aber das hier. Okay, das sieht aus wie eine Axt. Das sieht aus wie eine Axt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind das Töne? Zum Beispiel 5, 4, 5, 4, 3, 6, 5. 5, 4, 5, 4, 3, 6, 5. Na, falsche Taste. Tada! Gunst freigeschaltet, okay. Die Verwendung, also jetzt hat sie die Fähigkeit Blitz, oder der die Fähigkeit Blitz, okay. Und das war's auch. Alles gelöst. Gut. Mangas Reliquia des Blitzes. Immer noch Zweihandwaffe. Kann von fast allen benutzt werden. Need something? Von ihm zum Beispiel. Aber eine Waffe, die sehr viel Intelligenz bietet. I? Vielleicht bekommt er irgendwann Mangas Reliquia. Wer weiß. Wer weiß das schon.
Na gut, okay. Das hätten. Was war die Zeit? Ja, paar Minütchen haben wir noch. Okay. Also, hier rauf zu gehen hat sich schon mal gelohnt. Irgendwann muss ich mal so einen Speicherstein anticken. A, um zu speichern und B, um hier mal die Hitpoints aufzufüllen. Crux hat jetzt schon ein paar mehr, aber 35 ist natürlich auch noch nicht überzeugend. Mal gucken, wie ihm die neuen Sachen beim Zaubern helfen. Crux. Now what? Zauberpunkte 10 mittlerweile, okay. Intelligenz, ja, jetzt schwitzt 21. Eigentlich müsste er in der Lage sein, massiv Schaden zu machen. Wie soll ich da hin? Gut, hier komme ich. Nein, hier komme ich nicht vorbei. Ah, der ganze Weg umsonst. Ganze Weg umsonst? Kann auch nicht sein. Oder kann doch sein. Ich muss an den Skeletten vorbei, wie es scheint. Oh. Dich habe ich übersehen, Freund. Stay back, you abominations. Stay back. Take my hand, sweetie. I won't let them take you. We're going to jump. Are you ready? One. Two. Okay, da ist die Stadt. Was erwartet mich jetzt in der Stadt? Scheinbar waren die da schon. Wer auch immer hier gekommen ist. Hierher gekommen ist. Eieiei. Das sieht nicht gut aus. Achso, hier ebenfalls noch. Also echt schlimm. Also die Stimmung, die jetzt so hier quasi herrscht, ist schlimm. So. Also hier habe ich die Skelette. Nur auch hier sehe ich eigentlich kein Weiterkommen. Okay, ich habe hier natürlich diese Steine. Aber wohin sollen die mich denn bitte bringen? Außer zurück nach Hause. Kann natürlich auch sein, dass wenn die Skill... Moment mal.
Kann es sein, dass das hier so eine Art Fahrstuhl ist und ich hier einen Schalter irgendwo finde, der den Fahrstuhl nach... Wobei, was für ein Fahrstuhl soll das sein? Sieht nicht nach einem Fahrstuhl aus, andererseits... Vielleicht die Hand, dass die Hand so nach unten geht? Was es ist, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.